Heute beim elektrischen Reporter: Pro-Gamer, Elternabende und 3D-Drucker. Ich habe Sie erwartet. Das Digitale hat der Gesellschaft schon so manches neuartige Berufsbild geschenkt. Vom Suchmaschinenoptimierer bis zum Social-Media-Spezialisten. Einige junge Zeitgenossen verdienen ihr Geld sogar beim Spielen, wie unser erster Beitrag zeigt. Adrian Wöbelmann lebt in Köln. Mit seinen 21 Jahren übt er einen nicht ganz alltäglichen Beruf aus. Ich spiele League of Legends, jetzt schon seit 4 Jahren. Adrian Wöbelmann verdient seinen Lebensunterhalt mit dem Spielen des Strategie-Games League of Legends. Denn genau wie bei vielen anderen Sportarten auch, gibt es bei den Computer-Games mittlerweile Profis. E-Sports heißt der Oberbegriff. Und die organisierten Vereine in den E-Sports-Ligen nennt man Clans. Adrian Wöbelmann zockt regelmäßig mit seinem Team vor mehreren hundert Zuschauern in einer Kölner TV-Arena. Über den Internetsender ESL TV schauen ihm mehrere 10.000 Spielefans dabei zu. Adrians Kampfname ist Candy Panda. In der Szene ist er ein Star. Wenn ich rausgehe oder ich shoppe oder irgendwas, ich habe da mindestens immer einen, der mich erkennt in der Stadt. Das ist schon crazy. Wenn du dann da auf dem Event bist, sieht dich jeder. Dann kannst du nicht kurz aus dem Hotel gehen und zum Subway gehen oder sonst was. Da wirst du direkt überfallen. 2011 fängt alles an. Adrian Wöbelmann gehört damals zu den 100 besten Amateurspielern von League of Legends in Deutschland. Sein heutiger Clan, SK Gaming, wird auf den damals 18-Jährigen aufmerksam und holt ihn ins Team. Zuerst ändert sich nicht viel. Adrian geht weiterhin zur Schule, verdient sich mit den Preisgeldern etwas dazu. Von Monat zu Monat wird er besser, gewinnt immer mehr Preise. Dann muss er sich entscheiden zwischen Schule und Spiel. Ich habe dann nicht das Abi zu Ende gemacht und dann habe ich einfach Fullzeit das gemacht, weil ich mir gedacht hatte, Abi könnte man im Notfall immer noch machen danach, aber jetzt die 2, 3 Jahre, die will ich da mit Spielen verbringen, weil wenn ich 30 bin, dann habe ich nicht mehr die Reflexe dafür, dann will ich das lieber jetzt machen. Auch das ist wie bei anderen Sportarten auch. Karriere kann man nur als junger Spieler machen. Adrian Wöbelmann erfüllt sich seinen Traum, macht das Game zum Vollzeitjob und verdient damit gutes Geld. Ich bin jetzt keine Millionäre oder sowas, klar, aber ich denke, man kann dafür schon gut leben und wenn man sich das gut anspart, wird man damit auch lange durch die Runden kommen, selbst wenn man danach sein ganzes Leben nichts macht. Ich denke schon, dass bei den meisten Leuten befindet sich das so in den oberen vierstelligen Bereich pro Monat. Geld zurücklegen ist für ihn momentan kein Problem, denn Adrian lebt in einer Gamer-WG. Seitdem er Profi ist, trainiert und wohnt er mit seinem League of Legends-Team zusammen in einer Wohnung in Köln. Der Tag der Pro-Gamer beginnt um 12 Uhr mittags. Bis zum Nachmittag trainiert jeder für sich allein. Dann geht es bis in die Abendstunden als Team weiter. Der Analyst wertet mit dem Team die Spieler aus und legt die Strategie für den nächsten Wettkampf fest. Nach dem Abendessen spielen die Pro-Gamer noch alleine bis in die Nacht weiter. 7 Tage die Woche wird gespielt. Der Clan wählt die Teammitglieder nicht nur nach deren Können aus. Die Chemie muss stimmen. Die Spieler müssen sich blind verstehen und vertrauen. Es ist wichtig, dass sie mit der extremen Situation des ständigen Zusammenlebens und Arbeitens umgehen können. Nur dann hat ein Team die Chance auf einen Turniersieg. Um die Motivation der Mannschaft hochzuhalten und die Fehler zu analysieren, bespricht das Team im Anschluss mit einem Sportpsychologen jedes Match. Was war gut? Was ist schiefgelaufen? Muss das Training umgestellt oder ausgeweitet werden? Die andauernde Beschäftigung mit der nahen Zukunft, mit dem nächsten Turnier, hindert bisweilen daran, an die fernere Zukunft zu denken. Ich gucke nicht so viel in die Zukunft, weil solange ich gewinne,
solange ich ganz oben mitspielen kann, muss ich nichts anderes machen. Also klar habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ob ich jetzt zur Schule gehe oder also wieder zur Schule gehe oder direkt eine Ausbildung mache oder was weiß ich. Aber im Moment gewinne ich. Ich bin oben dabei und ich habe noch keine Pläne, das aufzuhören. Am nächsten Tag geht es direkt wieder los mit dem Training. Denn auch so manche Binsenweisheit ist bei den Gamern die gleiche wie bei anderen Sportarten. Das nächste Spiel ist immer das Schwerste. Ballert der Nachwuchs zu viel am Bildschirm herum, erfüllt das die meisten Eltern mit Sorge. Und um sorgenvolle Eltern geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Nico Lummer. Ich bin freier Berater und Autor in Hamburg. Ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und gehe irgendwie ziemlich oft zu Elternabenden. Von den Elternabenden twitter ich unter dem Handle @Nico. Also ich bin jetzt seit, glaube ich, 10 Jahren immer wieder auf Elternabenden. Und deswegen höre ich immer wieder ähnliche Fragen. Ich höre ähnliche Diskussionen. In aller Regel werden die simpelsten Sachverhalte immer und immer und immer wieder wiederholt. Aus dem einfachen Grund, das kennen sie von ihren Schülern oder von ihren Kindern. Und das machen sie bei den Eltern genauso. Ganz oft habe ich das Gefühl, dass wenn ich dabei nicht irgendein Ventil habe und mich darüber sofort äußern kann, dann würde ich das dort tun und würde in endlose Diskussionen verfallen mit den anderen Eltern, weil ich ganz oft nicht verstehe, wo die Aufregung liegt. Der letzte Tagesordnungspunkt, Verschiedenes, ist eigentlich der schlimmste von allen, denn hier können sich die Eltern nochmal richtig produzieren. Also bei uns machen wir das ja so und so. Ich kann das sehr empfehlen, es hat sich als sehr brauchbar erwiesen. Und dann wird so ein Sendungsbewusstsein deutlich, dass Mütter gerne davon reden, wie gut das bei ihnen zu Hause läuft. Es sind eigentlich immer dieselben Typen da. Es gibt die ganz klassische Übermutter, die den Tagesablauf der Kinder mehrere Wochen im Voraus plant. Dann gibt es den Öko-Vater, der sich sehr darum sorgt, dass nur Bio verköstigt wird. Und es gibt auch immer wieder verpeilte Leute, die nicht in der Lage sind, sich Termine zu notieren oder Ähnliches. Also da ist eine ganze Bandbreite von interessanten Persönlichkeiten da, die, glaube ich, alle einzeln für sich genommen total sympathisch sind. Aber wenn sie zusammengerottet werden zu einem Elternabend, dann wird das wirklich eine brisante Mischung. Also unter den Leuten, die die Tweets lesen, gibt es andere Eltern, die mitfühlen können. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, genau deswegen wollte ich keine Kinder haben. Und es gibt Leute, die fühlen sich einfach gut unterhalten von meinen Tweets und haben einen schönen Abend, während ich auf einem viel zu kleinen Holzstuhl sitze. Da meine Frau meine Tweets liest, weiß sie ganz genau, was an Elternabenden passiert. Deswegen hat sie beschlossen, dass ich weiterhin zum Elternabend gehen soll. Es gibt Revolutionen, die trotz Ankündigung lange auf sich warten lassen, was allerdings nicht heißt, dass sie zwischendurch abgesagt wurden. Eines dieser zähen Revolutionsexemplare ist der 3D-Drucker. Und wie es darum steht, das zeigt unser nächster Beitrag. Das ist ein 3D-Drucker bei der Arbeit. Er steht im FabLab von Wolf Jeschonek, einer offenen Werkstatt für dreidimensionales Produzieren. Hier können Neugierige ausprobieren, was dran ist am Hype um die 3D-Technik. Manche sehen darin nicht weniger als die nächste industrielle Revolution. Jeder hätte dann seine eigene kleine Fabrik im Haus, lautet die Vision. Aber die Revolution lässt bislang auf sich warten. Die wenigsten wissen, was 3D-Drucker können und was nicht. Noch weniger haben überhaupt schon mal in 3D gedruckt. Das FabLab ist eine wichtige Anlaufstelle für professionelle Anwender wie Architekten und Designer. Privatleute, die sich einfach für daheim mal etwas drucken wollen, gehören noch nicht zu den Stammkunden. Die finden das faszinierend, aber die kommen dann selten wieder, um nochmal was zu drucken, einfach weil denen der Inhalt fehlt. Also die wollen halt mal sehen, wie die Technologie funktioniert und wie das so ist. Aber wenn man nicht weiß, was man drucken möchte, dann bringt einem der Drucker auch nicht so viel. Die Technik ist seit Jahren auf dem Markt, hat aber noch Schwächen. Viele Drucker sind langsam und mit mehr als einem Material überfordert.
Wer nicht permanent Plastikmüll produzieren will, braucht eine genaue Vorstellung vom fertigen Produkt. Das erschwert den Einstieg ins dreidimensionale Drucken, obwohl Heimgeräte mittlerweile für unter 1000 Euro zu haben sind. Ja, dadurch, dass die Geräte so günstig sind inzwischen, können sich immer mehr Menschen damit beschäftigen und sich überlegen, was man damit machen kann, was für Geschäftsideen man auch entwickeln kann, welche Produkte man vielleicht schon drucken kann und vor allem auch, wie man die Technologie weiterentwickelt, also wie man dafür sorgt, dass die Drucker immer mehr können. Gedruckt werden kann prinzipiell fast alles. Egal ob Ersatzteile fürs Auto, Zahnprothesen oder ein filigranes Abendkleid. Experimentell wurde sogar schon ein ganzes Haus gedruckt. In Manfred Ostermeyers 3D-Druckshop etwa erschaffen Kunden weit mehr als nur irgendwelche Plastikfigürchen. Wir können einfach Dinge bauen, die sonst nicht so für diesen Preis möglich wären oder gar nicht möglich wären. Wir fertigen hier Prothesen für Kinder, wir fertigen hier Prototypen für Start-up-Firmen. Wir fertigen hier Dinge, die sich Menschen einfach einfallen haben lassen. Der Hype ums dreidimensionale Drucken hat die Erwartungen hochgeschraubt und die Menschen ungeduldig werden lassen. Wer mit einer rasanten Verbreitung der Geräte beim Endverbraucher gerechnet hat, wie einst beim PC, sieht die Revolution feststecken. Tatsächlich geht sie aber nur einen Umweg. Das setzt sich jetzt schon durch. Die Großindustrie und die Mittelständler nutzen das schon ganz aktiv. Es wird immer mehr Einzug halten in die Industrie und dadurch auch auf die Haushalte und auf die Privatanwender überschwappen. Lukas Oemingen beschäftigt sich gar nicht erst mit den kleinen 3D-Tischdruckern für zu Hause. Sein Start-up baut riesige Drucker, die Teile einer Produktionsanlage ersetzen sollen und die auch größere Gegenstände erschaffen können. Seine Hauptkunden sitzen in der Industrie. Die wollen diesen Trend oder diese Möglichkeiten nicht verpassen und sind gerade alle sehr dahinterher, das in ihre Prozesse zu integrieren. Und das ist eben etwas, was man erstmal nicht so schnell sieht, ne? Wir kriegen das natürlich mit. Für Privatnutzer fehlt vor allem noch eine leicht bedienbare Konstruktionssoftware, mit der jeder seine Ideen eingeben und bearbeiten kann. Wenn es die erstmal gibt, dann glaubt Jeschonek, dass es dann wirklich im Bereich Spielzeug oder Haushaltsanwendungen eine ganze Menge Produkte gibt, wo es praktischer und einfacher und vielleicht auch günstiger ist, das einfach zu Hause auszudrucken. Also vielleicht, wenn ich zwei Dübel brauche und keine Lust habe, zum Baumarkt zu gehen, dann lade ich mir die runter und druck die aus. Der Unterschied zwischen einer technischen Revolution und einer Evolution ist allein die Geschwindigkeit. Und ob die 3D-Technologie sich gerade langsam oder schnell entwickelt, das hängt von den jeweiligen Erwartungen des Beobachters ab. Eines hat sich in den letzten Jahren jedenfalls bereits geändert. Als Spielzeug belächelt niemand mehr diese Technologie. Die überwältigende Mehrheit der erfolgreichen Innovationen verwertet Veränderung. Peter Drucker. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.